Da ist mir es auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich als junger Journalist auch, wie stark ich einseitig war in meiner Berichterstattung. Es ging immer um die gute Sache irgendwie, so wie es den Leuten, die jetzt schreiben, dass man die Russen alle enteignen muss und so weiter, die russischen Geschäftsleute hier, denen geht es auch um die gute Sache. Sie denken, da ist ein Mann, der will, dass die Sowjetunion wiederherstellen, dieser Putin oder das Zarenreich, und deswegen überfällt er ein Land nach dem anderen. Und ich denke, die Schere im Kopf bei vielen Journalisten besteht darin, dass sie sagen, ich darf nicht schreiben, was an kriminellem Verhalten zum Beispiel in Kiew, in der Regierung in Kiew passiert, weil dann würde ich der guten Sache schaden. Hallo und herzlich willkommen auf Neutrality Studies, heute ausnahmsweise zu einem Interview auf Deutsch. Denn ich habe heute das große Vergnügen, mit Dr. Helmut Scheben sprechen zu dürfen, einem langjährigen deutschen und schweizerischen Journalisten. Nach seinem Doktorat an der Uni Bonn arbeitete Dr. Scheben zuerst 5 Jahre als Presseagenturreporter und Korrespondent in Mexiko und Zentralamerika, bevor er 1986 Redaktor der Wochenzeitung WOZ in Zürich wurde. Von 1993 bis 2012 war er dann Redaktor und Reporter im Schweizer Fernsehen SRF, davon 16 Jahre in der Tagesschau, die wichtigste tägliche Nachrichtensendung der Schweiz. Dr. Scheben hat sich über viele Jahre als Medienschaffender mit Krieg beschäftigt und in den letzten Jahren immer mehr auch mit dem Schaffen des Krieges in den Medien, sprich mit der Porträtierung und mit dem Porträt von Krieg im hiesigen Journalismus. Er hat hierzu letztes Jahr einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel „So verlor ich den Glauben an die etablierten Medien“. Darüber und über die Propaganda in unserer Medienlandschaft wollen wir heute reden. Hallo, Herr Dr. Scheben. Ja, guten Tag, Herr Lotte. Herr Scheben, Sie schreiben in Ihrem höchst lesenswerten Aufsatz das Folgende: „Ich habe mich von den eigenen täuschen lassen. Aber es hat lange gedauert, bis ich dessen gewahr wurde. Die Süddeutsche, die Frankfurter Rundschau, die Neue Zürcher, der Spiegel und andere Blätter, das waren meine Leitmedien, als ich Journalismus lernte. Was ist Ihnen widerfahren? Wie wurden Sie getäuscht und wann haben Sie das bemerkt?“ Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich müsste eigentlich zurückgehen auf meine Zeit in Lateinamerika. Ich habe ja eine Zeit lang dort als Journalist gearbeitet und im Nachhinein erst gemerkt, wie stark ich damals von einer, wie stark es damals eine Schere im Kopf gab bei mir. Das heißt, ich machte damals einen anwaltschaftlichen Journalismus auf Seiten der linken Aufstandsbewegungen und der Volksbewegungen, der linken Volksbewegungen in Lateinamerika. Es war eben eine andere Zeit. Man war als junger Weltrevolutionär, irgendwie fühlte man sich auch als Journalist verpflichtet, die Volksbewegungen und die Aufstandsbewegungen in Lateinamerika zu unterstützen. Mir ist erst später klar geworden, dass ich damals nichts geschrieben hätte, was der Revolution, in Anführungszeichen, der Revolution hätte Schaden zufügen können. Das heißt, ich war sehr einseitig in meiner Berichterstattung. Es wurde alles wegretuschiert und fast könnte man sagen, chirurgisch wegoperiert, was irgendwie nicht der guten Sache diente. Und die gute Sache, damit meine ich die Volksaufstände in Lateinamerika, die damals an der Tagesordnung waren, die bewaffneten Aufstände. Und die Zeitungen, die Medien, für die ich damals arbeitete, das waren zum großen Teil linke Medien, zum Beispiel die Berliner Taz oder die WOZ, die Wochenzeitung in Zürich, aber auch linke Medien in Mexiko zum Beispiel. Ich schrieb ab und zu mal einen Artikel für El Dia, eine linksliberale Zeitung in Mexiko.
auch linke Medien in Lateinamerika. Ich hatte den Vorteil, dass ich in beiden Sprachen schreiben konnte. Und ich habe damals gemerkt, also die Taz zum Beispiel, die Berliner Tageszeitung, hätte einen Artikel, der sich kritisch mit den internen Problemen in der Guerilla-Bewegung auseinandergesetzt hätte. Also zum Beispiel Abrechnungen mit der Maschinenpistole und so weiter, interne Abrechnungen, gewisse stalinistische Tendenzen, also Leute einfach zu erschießen, weil sie sogenannte Verräter waren oder politisch unzuverlässig. Also da könnte ich viele Beispiele nennen. Jedenfalls in dieser Zeit wäre so etwas in den Medien, für die ich gearbeitet habe, nicht gedruckt worden. Es wäre einfach nicht gedruckt worden. Ich habe dann später, das gilt natürlich nicht nur für Engagement auf der linken Seite, sondern auch genauso für Engagement auf der rechten Seite. Sie haben, also das ist ja Haltungsjournalismus, oder? Jetzt, ich bin dem gegenüber eigentlich etwas ambivalent, wenn der Haltungsjournalismus aus einer Ecke kommt, wo man weiß, woran man ist. Also bei der WOZ, bei der Taz, da weiß ich, da lese ich ein linkes Blatt, das ist mir dann klar, dass hier was Linkes aufgetischt wird. Darum ist es mir weniger, ist es jetzt weniger schlimm. Aber wenn Blätter versuchen, so zu tun, als seien sie die objektive Wahrheit der Realität, die jetzt präsentiert wird, dann habe ich ein Problem damit. Also man muss doch der Leserschaft mitteilen, auf welcher Seite des Spektrums man jetzt ja, ein Narrativ halt verbreitet. Weil jede. Und das ist doch irgendwann, ist das nicht irgendwann dem Journalismus abhanden gekommen, dass heute fast jedes Blatt behauptet, sie seien eigentlich Qualitätsjournalismus der Realität? Ja, selbstverständlich. Ich habe das natürlich später auch genau auf der anderen Seite auch erlebt. Für mich war der Moment, in dem ich, sagen wir mal, politisch auf die Welt kam, das waren die Balkankriege. Ich habe damals herausgefunden, dass ich war mehrmals damals in Kroatien und auch in Bosnien. Und habe herausgefunden, dass unsere Medien etwas vollkommen anderes schrieben, als was vor Ort die Sache war. Und so ging es mir später auch in Syrien. Ich bin, wenn es mir recht ist, 2016 nach Syrien gefahren, nachdem ich mit einem ehemaligen amerikanischen CIA-Mann, einem sehr renommierten Analysten der CIA, geredet hatte. Ray McGovern, und der mir sagte, in Washington wird etwas ganz anderes erzählt, als das, was in Syrien die Sache ist. Er sagte mir, in Washington wird über den Syrienkrieg genauso gelogen wie über den Irakkrieg damals. Und ich bin nach Syrien gefahren und habe ein vollkommen anderes Land erlebt als das, was generell in den westlichen Medien dargestellt wurde. Also, ein von einem furchtbaren Tyrannen Assad unterdrücktes Volk, wo pausenlos alle gefoltert werden, die nicht einverstanden sind und so weiter. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber ich glaube immer weniger an eine Art von Journalismus, der guten Sache verpflichtet ist, in dem Sinn, wir dürfen das nicht sagen, weil es schadet ja der guten Sache. Weil das haben sie nicht gefunden in Syrien, sagen sie, dieses von Assad unterdrückte Volk. Also weil das ist ja das Narrativ, was in Syrien der Fall war, laut unseren Medien zu Hause. Ja, selbstverständlich. Es wurde immer nur von Zehntausenden oder Hunderttausenden von Flüchtlingen geredet. Es gab ja auch 20 Millionen etwa, die dort geblieben sind und die ihre Regierung unterstützt haben. Über diese Leute wurde praktisch nicht berichtet. Man berichtete immer nur über Geflohene, Kriegsflüchtlinge, Flüchtlinge, die vor der Folter geflohen sind und so weiter. Heute weiß man, dass ein großer Teil der jungen Leute, die damals geflohen sind, das waren zum Teil Dschihadisten, die die Waffen niedergelegt hatten, weil es keinen Zweck mehr hatte oder weil sie
geflohen waren und so weiter. Aber damals wusste jeder syrische Flüchtling, der in Berlin ankam oder in Paris oder in London, ich muss erzählen, dass ich von Assad oder meine Familie oder mein Bruder von Assad gefoltert und verfolgt wird, und dann bekomme ich sofort Asyl. Das funktionierte so. Es gab tatsächlich Leute, die gefoltert worden sind und unterdrückt worden sind. Es gab Repressionen in Syrien. Aber es wurde in unseren Medien so dargestellt, als sei da ein Tyrann, der sein Volk unterdrückt. Man hat überhaupt nicht gesehen, dass es ein Bürgerkrieg war und dass dieser Bürgerkrieg von den USA und den NATO-Ländern seit langem geplant war. Die Pläne lagen in der Schublade, das kann man dokumentarisch nachweisen. Ja. Da Also ist dann mein Vertrauen in die großen Medien ist also ziemlich zerrüttet worden. das Interessante ist, Sie sind ein Medienmann. Also Sie haben Ihr Leben für diese Medien auch gearbeitet und auch von innen her gesehen. Und das schreiben Sie auch in Ihrem Bericht darüber, wie auch über Bilder und die Repetition von gewissen Bildern oder das Auslassen von Bildern Realitäten erzeugt werden. Also Sie schreiben, dass ja in der USA strafbar war, Bilder von toten US-Soldaten im Irakkrieg und so weiter zu zeigen. Also die USA haben ganz, ganz viel vom Propagandadesaster des Vietnamkriegs gelernt. Also ein Helikopter mit Abzug von US-Soldaten, so hat man das eigentlich dann. Die ersten Bilder, die ich mir wieder vorstellen kann, sind irgendwie da, was vor 2,5 Jahren in Afghanistan geschehen ist. Aber das war irgendwie geplant. Also auch da hatte ich das Gefühl, das war ein Abzug mit Bildern. Da war es in Ordnung, da war es okay, ein Abzug zu zeigen. Aber ansonsten wird ja ganz viel auch über Bilder gelogen. Könnten Sie darüber kurz sprechen? Ja, selbstverständlich. Dazu gehört zum Beispiel die Strategie der NATO-Staaten bei dieser Art von Kriegen. Ich sage jetzt mal Belgrad-Bombardierung oder die Bombardierung von Libyen. Da gibt es eine ganz bestimmte Strategie. Die nationalen Fernsehanstalten werden als erstes zerstört. In Libyen wurde die nationale Fernsehanstalt als in den ersten Tagen bombardiert und man sah dann keine Bilder mehr über die Folgen der NATO-Angriffe. Das NATO-Oberkommando, das diese Operationen leitete, das war in Neapel damals. Und ich bin dann auch, habe versucht, das publik zu machen. Ich bin zum Beispiel zu Amnesty International gegangen, zu der Vertretung in Zürich, und habe gesagt, wo sind denn die Bilder von den NATO-Angriffen? Man sieht ja immer nur Flugzeuge auf Flugzeugträgern im Mittelmeer, die im Sonnenuntergang oder bei Sonnenaufgang starten, wunderbare Bilder. Das sieht alles aseptisch und klinisch rein aus, dieser Krieg. Man sieht überhaupt keine Bilder von den Zerstörungen, die die NATO-Luftangriffe in Syrien machen. Und in Amnesty sagten mir dann, ja, das stimmt, die haben die Fernsehanstalten bombardiert, und wir sind auch sehr beunruhigt darüber, dass ein Teil dieses Krieges, nämlich die Folgen der Bombardierungen, bildmäßig ausgeblendet wird. Das konnte man in den Tagesschauen des Fernsehens einfach nicht sehen, diese Bilder, klar. Und in Belgrad zum Beispiel, der Angriffskrieg der NATO gegen Restjugoslawien, da war das genauso. Die Fernsehanstalt wurde bombardiert, obwohl die überhaupt nichts zu tun hatte mit irgendwelchen militärischen Zielen. Da sind 16 Leute gestorben bei dem Angriff auf die Fernsehstudios in Belgrad. Wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück, dass das eigentliche politische auf die Welt kommen, mein politisches auf die Welt kommen, das war in den Balkankriegen. Da habe ich gesehen, dass man kann das nicht anders ausdrücken, als da wurde gelogen, dass sich die Balken biegen. Und ich habe dann auch versucht, dagegen zu steuern, aber ich kenne Fälle, meinen eigenen Fall und auch Fälle von anderen Journalisten, die versuchten, eine etwas ausgewogenere Berichterstattung zu machen. Die wurden von einer Meute, kann man nicht anders nennen, von einer Meute von Mainstream-Journalisten an den Pranger gestellt. Und ich kenne zum Beispiel einen Fall in der Weltwoche, damals noch eine eher linksliberales Blatt, heute eher konservativ, SVP-Linie. Einen
Kollegen, der mir sagte, du kannst, der versucht hatte, einfach mal eine Gegendarstellung zu machen und zu zeigen, wie Propagandageschichten erfunden werden. Der sagte mir, du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist. Ich muss froh sein, wenn ich meinen Job behalten kann. Das heißt, es gibt eine Art von, wie einen pavlovschen Reflex in einer großen Meute von Journalisten, die dann über jemand herfallen, der das offizielle Narrativ in Frage stellt. Und das ist mir persönlich auch passiert in meiner journalistischen Tätigkeit. Wann ist es Ihnen passiert? Also mir ist es zum Beispiel passiert mal im Fernsehen mit Afghanistan. Da arbeitete ich noch in der Tagesschau, hatte aber nebenbei in einer anderen Publikation, in einer Internetzeitung, einen Artikel veröffentlicht zu unter dem Titel Pinkeln in Afghanistan. Da hatten amerikanische Soldaten auf Leichen uriniert. Das Bild war auch in USA überall durch die Medien gegangen und hatte einen ziemlichen Aufruhr, eine ziemliche Empörung verursacht. Und die damalige Außenministerin, war es, glaube ich, Hillary Clinton, sagte, eine solche Haltung auf Leichen zu urinieren, das entspreche nicht den Werten des amerikanischen Volkes und der amerikanischen Armee. Und ich habe dann einfach einen Kommentar geschrieben, wo ich fragte, das ist ja schön und gut, aber wo sind denn diese Werte, wo haben die sich denn manifestiert, diese Werte? Im Einsatz des Dioxingifts Agent Orange in Vietnam, wo Hunderttausende von vietnamesischen Kindern als Krüppel zur Welt kamen, oder in der furchtbaren Folterpraxis in Bagram in Afghanistan. Darüber gibt es einen 2000 Seiten starken geheimen internen Bericht der amerikanischen Armee, oder in Abu Ghraib oder in Guantanamo und so weiter. Und dann hieß es, komm mal bitte in mein Büro. Anruf vom Chef. Und mir wurde damals gesagt, das kannst du nicht so schreiben, weil du verstößt damit gegen deinen Arbeitsvertrag. Da steht drin, extreme politische Positionen sind verboten. Und ich Extreme antwortete, politische Position. ja, ich antwortete, wo ist denn das Extrem? Ich schreibe im Tenor dasselbe, was in Washington Post und sogar in Herald Tribune und New York Times zu lesen war. Und die Antwort des damaligen Chefs in der Tagesschau war, ich habe es noch nicht gelesen, aber es hat sich jemand beschwert von oben. Und ich sagte, wer hat sich denn beschwert? Und es hieß, das kann ich dir nicht sagen. Aber du willst ja auch die Zeit, die du hier in der Tagesschau noch verbringst, keine Probleme haben. Was eigentlich eine direkte Drohung war und kein guter Ratschlag. Ich habe damals klein beigegeben, weil ich natürlich, ich war damals schon älter und es wäre nicht einfach gewesen, einen anderen Job finden. Aber das ist nur ein Beispiel davon, wie das funktioniert. Wobei ich, das wird wahrscheinlich Ihre nächste Frage sein, nicht davon ausgehe, dass diese direkte Repression, sage ich mal, diese direkte Zensur vom Chef auf die Mitarbeiter, das Übliche ist. Die Sache ist viel, viel subtiler und viel komplizierter. Ja, denn das Interessante ist ja, dass wir wirklich auch eine Medienlandschaft haben mit Medienschaffenden, die, ich glaube, Sie schreiben das auch in Ihrem Bericht, die meisten Journalisten, die wollen nicht lügen oder die wollen nichts Unwahres verbreiten oder die haben allenfalls das Gefühl, ja, jetzt passe ich halt ein bisschen was an oder eben die Schere im Kopf, wie man auf Deutsch schön sagen kann. Woher kommt denn dieses, also es kann ja nicht nur Liebe zum Job oder Liebe zum Selbsterhalt sein, wenn man sich einfach anpasst. Hat das nicht auch etwas mit dieser ideologischen Auswahl zu tun, der Leute, die es dann tatsächlich nach oben schaffen, weil also Noam Chomsky hat das ja beschrieben in seinem Manufacturing Consent, dass die Maschinerie so aufgebaut ist, dass es so ein Selbstselektionierungsprozess ist. Würden Sie dem zustimmen, dass wir einfach, ja, also je weiter oben man hat, umso mehr Bücklinge des momentanen Systems. Ja, das ist vollkommen richtig. Es ist eine äußerst komplizierte Sache. Chomsky wurde mal in einem Interview von einem Journalisten gefragt, wollen Sie etwa behaupten, dass ich lüge?
Und Chomsky antwortete, ich sage nicht, dass Sie lügen, ich sage nur, Sie säßen nicht da in Ihrem Job, wo Sie sitzen, wenn Sie nicht das schreiben würden, was Sie schreiben. Es ist aber, wie soll ich Ihnen sagen, wir wachsen natürlich auf, unsere ganze Sozialisation ist bestimmt von Ideologie, von Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen. Und in diesen Geschichten leben wir. Ich bringe immer das Beispiel von dem kleinen Max. Da kommt Papi und Mutti sind dauernd am Streiten und dann kommt unverhofft die Tante Emma zu Besuch und der kleine Max weiß genau, dass er der Tante nicht sagen darf, dass Papi und Mami dauernd am Streiten sind. So wachsen wir auf. Wir wachsen auf mit einem Prinzip, wo ich sage mal, Zugehörigkeit ist wichtiger als Wahrheit. In ganz bestimmten Situationen. Und das lernen wir von klein auf. Und Das ist was die interessant. Bilder, ja, was die Bilder angeht, ich zitiere gern einen befreundeten Bergführer und Bergfotografen, Robert Bösch, Robbie Bösch in der Schweiz, der mal sagte, wenn ich Er sagte, Bilder tendieren, also Pressebilder, Medienbilder, tendieren sehr oft dazu zu lügen. Wenn ich den Auftrag bekomme, vom Stern eine zu zeigen, wie überzivilisiert und furchtbar verbaut die Alpen sind, dann tue ich diese, mache ich diese Fotos in derselben Landschaft, in der ich fotografiere, wenn mir Schweiz Tourismus den Auftrag gibt, zu zeigen, wie wunderbar, romantisch die Schweizer Berge sind. Das ist das Problem. Der Kameramann, eine befreundete Journalistin sagte, Karin Leukefeld sagte mal, ein Kameramann habe ihr gesagt, du siehst nur, was du weißt. Im Umkehrschluss heißt das, du kannst nur sehen, was du weißt. Du weißt immer schon, was du sehen wirst. Du hast im Kopf, was die Bilder sind, die du brauchst. Und ich denke, da ist das Problem. Wir sind dermaßen beeinflusst von all unseren, von unserer ganzen Lebensgeschichte, von unserer Umwelt, von der Ideologie, aber auch von dem Druck des Dazugehören müssens und wollens. Es ist sehr schwierig für Journalisten, sich in einem bestimmten Moment gegen die veröffentlichte Meinung, gegen die große Mehrheitsmeinung zu stellen. Und diese Meinungsmehrheit, die wird natürlich, wie Chomsky sehr richtig feststellte, in einem politischen Prozess hergestellt, Manufacturing Consent. Und ja, Also das ist das. das Interessante dann mit der Geschichte des Krieges, was mich am meisten, worüber ich am allermeisten arbeite, ist, dass es dann zu diesen Schlüsselmomenten immer wieder extreme gesponnene Lügen gibt, die dann relativ lange aufrechterhalten werden, bis sie in sich kollabieren. Aber in dem Moment, in dem sie kollabieren, interessiert es keinen mehr. Also die Massenvernichtungswaffen, Golf von Tonkin, die Babys aus dem Brutkasten in Kuwait, da kann man weitermachen, also beliebig quasi, oder? Also oder auch jetzt, der Maidan war ein Aufstand des Volkes und da hat der böse Janukowitsch auf seine eigenen Leute geschossen, wo wir jetzt wissen, das stimmt nicht. Sogar die Ukrainer sagen, es stimmt nicht. Die hatten jetzt diese Fälle und sagen, nein, es stimmt nicht. Aber das interessiert keinen mehr, weil Politik ist die Kunst, die momentanen 6 Wochen narrativ zu beherrschen. Ja, das ist die Wie Schnelligkeit. könnt ihr uns erklären, dass diese Lügen, immer wieder von den gleichen Leuten kommen, dann trotzdem immer wieder auch in der Medienlandschaft sich einfach verbreiten und jeder sagt einfach, oder nicht jeder, es gibt dann schon die Dissidenten, die sagen, sind wir mal vorsichtig, aber die werden dann sofort niedergeschrien. Woher kommt dieser Reflex dann immer des Niederschreiens derer, die sagen, Moment, pass mal auf, das könnte auch gelogen sein? Ja, woher der Reflex kommt, das kann ich vielleicht gar nicht so beantworten. Aber auf jeden Fall stelle ich mir vor, ein Faktor ist ganz bestimmt, da sitzt die Redaktionskonferenz und dann heißt es ja,
Da hat jetzt einer behauptet, oder verschiedene Wissenschaftler, die sagen, es kommt, wenn der Golfstrom sich verändert, eine Eiszeit auf uns zu und keine Erwärmung des Klimas. Dann kann ich mir vorstellen, dass in der Redaktionssitzung morgens der Chefredakteur sagt, das hängen wir mal lieber nicht so hoch, weil das würde ja alles in Abrede stellen, was im Moment die Meinung ist. Ähnliches habe ich beobachtet in der Corona-Zeit. Kritische Wissenschaftler, die sagten, diese Impfung, die ist zu schnell gemacht worden, das ist keine sichere Sache, man muss vorsichtig sein und man kann auch nicht 100% der Leute unter Quarantäne stellen, wenn 98% für 98% dieser Virus nicht tödlich und nicht so schlimm ist. Also, ich weiß nicht, ob Sie, es gibt einen Moment, in dem die öffentliche Meinung so stark, eine Mehrheitsmeinung durch mithilfe der Medien so stark ist, dass bestimmte Bilder geradezu gierig, eifrig aufgesaugt werden von einer großen Menge Leute, weil diese Bilder drücken genau aus, was die emotionalen und mentalen Bedürfnisse der Leute in dem Moment sind. Also das Foto von Bergamo, von den Lastwagen in Bergamo, das ist ja faszinierend. Also das war ja frappierend, wie Politiker aller Couleur sagten, wir müssen jetzt Lockdowns machen und eine Massenimpfung, wir müssen Milliarden Menschen auf der Welt sofort impfen, weil sonst haben wir Zustände wie in Bergamo. Da sah man nichts anderes als ein paar Militärlastwagen, die da nachts vorbeifuhren. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Zahl der Toten, die Corona-bedingt waren, nicht schwerer, nicht höher war als bei einer normalen schweren Grippe in Italien, in dieser Region und auch in ganz Italien. Es wurde aber dieses Foto so verkauft, als ob das Militär Lastwagen bereitstellen müsste, um die vielen Leichen zu bergen, beziehungsweise der wahre Grund, warum diese Laster unterwegs waren, war, dass die Regierung, um Fakten zu schaffen, beschlossen hatte, alles, was mit Corona-Tod in Verbindung war, sofort zu kremieren. Diese Leute wurden unverzüglich bestattet. Und da das Krematorium in Bergamo zu klein war, weil normalerweise nie so viele Kremierungen plötzlich anfielen, In einem katholischen Land, wo normalerweise eben. also Leute beerdigt werden, ja. Ja, da hat man auf dieses Transportmittel Militär zurückgegriffen in einem Moment, um Leute von einem Krematorium in andere Krematorien überall hinzufahren. Das war der wirkliche Grund, warum diese Laster unterwegs waren. Aber es wurde hier in einer wahren Massenpsychose gesagt, um Gottes Willen, es wird Millionen Tote geben. Man sieht es ja in Bergamo. Das ist für mich eine der klassischen Beispiele, ja? Das Interessante dabei ist, dass dieses Narrativ, dass in der Corona-Phase also sind wir haarscharf an Massensterben dran vorbeigeschlittert und wir haben es nur überlebt wegen den guten Maßnahmen. Dieses Narrativ ist noch heute da. Also es gibt noch heute viele Leute, die werden jetzt wütend auf Sie sein, wenn Sie das hören, weil wie kann er dir das, also Corona in Frage stellen? Corona war tödlich, es sind viele Leute gestorben. Wie kann man nur so was Böses sagen? Das ist böse, es ist böse. Und der Journalismus ist vor 3 Jahren auch zusammengebrochen und da gab es nur noch ganz wenige Stimmen, die waren dafür umso lauter. Also Boris Reitschuster ist einer der größten Helden der deutschen Journalismusgeschichte und Gunnar Kaiser ist einer der wichtigsten Philosophen der letzten 20, 30 Jahre, der leider gestorben ist an Krebs. Und diese Stimmen sind dafür, also wurden dann umso mehr aufgesaugt und weil auch gebraucht, weil sie auch gebraucht wurden. Für mich war das faszinierend, weil ich war in Japan und Japan hat eine ganz, ganz andere Corona-Strategie gefahren. Einfach quasi Schweden. Schweden, was dann nach außen so dargestellt wurde, als wäre es die USA, aber es hat eigentlich wie Schweden funktioniert oder ganz ähnlich. Und da habe ich dieses Erlebnis auch eben, wie Medien in der Schweiz darstellen, das ist die einzige mögliche Antwort. Die einzige Möglichkeit, alles andere würde sofort in den Tod führen. Und die Wissenschaftler haben es gesagt. Und dieses Narrativ, dass die Wissenschaft hat es gesagt, das ist so etwas von gefährlich.
Es ist so unglaublich gefährlich, aber das ist den meisten Leuten jetzt noch nicht bewusst. Und da kann ich als Politikwissenschaftler noch so stark sagen, das darf man so nicht verkaufen. Das ist ein Glauben machen, vor allem an Modelle. Ich verstehe es noch heute nicht, wie das, also es war eine Massenpsychose, da bin ich auch mit Ihnen absolut einverstanden, aber dass die dann so allumfassend werden kann und dass man es dann jetzt auch wieder vergessen hat, 3 Jahre später. Es ist jetzt irgendwie wie weg. So, das war eine Pause, das war so eine Lücke von 2 Jahren in den Gedächtnissen der Leute. Und jetzt ist es weg. Ja. Also nur um noch zu korrigieren, ich muss vielleicht hinzufügen, ich bin überhaupt kein Mensch, der gegen Impfungen ist, dagegen, dass Kinder gegen Kinderkrankheiten geimpft werden. Ich bin auch überzeugt, dass es ein sehr gefährlicher Virus war und dass man die Alten hätte schützen müssen und Gefährdete, also Leute mit einer stark verminderten Defensivkraft hätte schützen müssen und schützen musste, das sehe ich vollkommen ein. Ich denke nur, für mich war das Phänomen, das Medienphänomen und wie Sie sagen, die Bereitwilligkeit, die unmittelbare Bereitwilligkeit vieler Leute, diese Maßnahmen zu akzeptieren, die einfach auf dem Glauben beruhten, wir haben die Natur im Griff. Es drehte sich nicht mehr darum, die natürliche Immunität und die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers zu fördern, sondern das wurde weggedrückt, als ob es das überhaupt nicht gibt. Man setzte alle Hoffnung auf eine Impfung. Und das entspringt natürlich dem Glauben, wir haben die Natur im Griff. Wir haben alles im Griff. Wir können, wenn wir nur streng genug sind mit den Leuten und alles schließen, alles Lockdown, dann können wir diesen Virus besiegen, was natürlich ein totaler Wahnsinn ist. Das ist das Wahnsinnigste, was ich je gehört habe. Und das Interessante ist auch die Sprachwahl, auch das Besiegen. Und wir hatten dann ganz, ganz viel Kriegsrhetorik während der Corona-Zeit. Also die an der Front, die Front arbeitet, der Krieg gegen das Virus, der Kampf, der Alltagskampf. Also das war wirklich Kriegsrhetorik. Und ich habe mir schon damals gedacht, dass wahrscheinlich das Einzige, was Corona aus unseren Köpfen los wird, wird wahrscheinlich ein Krieg sein. Ich hatte gedacht, es würde ein Krieg mit Iran werden. Stellt sich heraus, dass der Ukraine-Krieg dann Corona beendet hat, weil dann das Thema crowded out weg. Ja, ja. Das ist auch faszinierend. Also in dem Moment, wo der Ukraine-Krieg begann, die Ukraine-Krise, war Corona kein Thema mehr. Ja, das ist also so funktionieren Medien. Ich bin, wie gesagt, für mich war es, ja. Also für mich war es auch der mentale Platz in unserem Kopf. Ja. Wir haben nur so und so viel Platz, so wie auch die Zeitungen. Ja. Und dann dann ist ein Thema ziemlich allbeherrschend für gewisse Zeit. Ja, also wie gesagt, ich bin auch erst jetzt im Alter nochmal zurückgekommen auf Sachen, die ich als junger Mann erlebt habe, eben Lateinamerika. Und da ist mir es auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich als junger Journalist auch, wie stark ich einseitig war in meiner Berichterstattung. Es ging immer um die gute Sache irgendwie, so wie es den Leuten jetzt schreiben, dass man die Russen alle enteignen muss und so weiter, die russischen Geschäftsleute hier, denen geht es auch um die gute Sache. Sie denken, da ist ein Mann, der will die Sowjetunion wiederherstellen, dieser Putin, oder das Zarenreich, und deswegen überfällt er ein Land nach dem anderen. Und ich denke, die Schere im Kopf bei vielen Journalisten besteht darin, dass sie sagen, ich darf nicht schreiben, was an kriminellem Verhalten zum Beispiel in Kiew, in der Regierung in Kiew passiert, weil dann würde ich der guten Sache Schaden zufügen. Das wollen wir lieber nicht schreiben. Und das ist eine Entscheidung, die nicht nur Chefredaktoren fassen, sondern das ist im Kopf von vielen Journalisten, ist das einfach dermaßen stark drin, dass sie einfach überhaupt nicht auf die Idee kommen, mal die Frage zu stellen, warum lässt die Regierung in Kiew einfach Leute erschießen, die als unloyal gelten? Was sind das für Zustände in diesem Land, nicht wahr? Die haben ja schon eine ganze Menge Leute einfach erschießen lassen, die als Verräter bezeichnet wurden.
Die werden nicht etwa vor Gericht gestellt, sondern da gibt es dann Kopfschuss und Peng. Zum Beispiel einer der Delegierten, die im Auftrag der Regierung von Kiew an den Gesprächen in Istanbul teilnahmen, der wurde auf der Flucht erschossen vom Geheimdienst. Das kann man in unseren Medien nicht lesen. Und ich denke mal, Journalisten sind, es heißt, sie haben wenig Zeit, sie sind immer im Stress, weil die Medien immer schneller rasen. Das ist ein anderes Problem, aber auch einer der Faktoren bei diesem ganzen Dilemma. Aber Journalisten, die das recherchieren, würden es nicht schreiben, weil sie denken, dann schade ich der guten Sache, nämlich dem Völkerrecht. Wir müssen Russland bekämpfen. Wir müssen diesen Überfall von Putin, der muss Folgen haben und wir müssen da irgendwie gewinnen. Die Ukraine muss siegen. Das wurde ja jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz pausenlos wiederholt. Aber drum sind wir auch so in so einer propagandistischen Zeit. Also ich habe ja auch mit Jess Freeman gesprochen, einem ehemaligen US-Botschafter. Und er sagt, also wir gehen durch eine Zeit durch, die ist krasser in in ihrem propagandistischen Gehalt, als was er noch aus der ausklingenden McCarthy-Zeit sich dran erinnern kann. Also wir gehen durch eine hochideologisierte und hochpropagandisierte Zeit hindurch. Und was ich mich frage, ich bin 38, einfach, war das schon immer so? Es ist mir nur nie aufgefallen. Oder sind wir im Moment tatsächlich auf einem Propaganda-Hoch, das jetzt so hoch ist und vielleicht geht es dann wieder runter und es war früher mal ein bisschen weniger. Ja, das sehe ich auch so. Wir sind die Zensur, die großflächige Zensur und die Propaganda, die den Medien verfüttert wird und die sie dann weiter kolportieren, die beruht ja auch auf den, ich sage mal, 35.000 oder 38.000 PR-Leuten, die zum Beispiel die amerikanischen Geheimdienste und das State Department unter Vertrag haben. Die stehen auf der Payroll. Die machen nichts anderes, als die Erzählung verbreiten, die im Interesse der NATO-Staaten ist momentan. Man kann jetzt einwenden, auf der russischen Seite oder chinesischen Seite gibt es wahrscheinlich genauso viel PR-Beauftragte. Das entzieht sich meiner Kenntnis, ist gut möglich. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, wie weit suchen wir Wahrheit und wie weit suchen wir sie nicht und wie weit werden wir daran gehindert, Wahrheit zu erkennen. Und es ist ja noch schlimmer. Ich meine, in China und Russland wissen wahrscheinlich die meisten Leute, dass sie nicht die ganze Wahrheit vorgesetzt kriegen und können das dann anders einordnen. Also ein chinesischer Student von mir hat mir mal Google gesagt, weißt du, wir wissen ja, was man sagen und nicht sagen kann. Wir wissen alle, was wir vorgesetzt kriegen, einordnen müssen. Es wird erst dann schwierig, wenn man rausfinden muss, dass die Regierung sogar private Textnachrichten, gewisse Sachen werden einfach, kommen nie an. Also bei denen geht es schon viel weiter, aber der Rest, da wissen, also die Chinesen wissen schon, wie sie dann auch noch untereinander kommunizieren müssen. Aber bei uns, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Qualitätsmedien, die Tagesschau oder wie ein Komiker schön sagt, die Macht um 8, dass die uns die Wahrheit erzählen und wenn wir das glauben, wenn wir glauben, dass wir hier die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit vorgesetzt kriegen, ja, dann sind wir in einem Käfig unserer eigenen Glaubenswelt und dann ist die Kontrolle schon relativ gut des Narrativs. Ich will nicht sagen, dass es sind böse Verschwörungsleute oben, die uns steuern wollen. Das Ding ist, Nein, wir verarschen uns selbst. Wir veräppeln uns selber. das stimmt auch. Ich habe eben den Faktor Schnelligkeit erwähnt. Der Geschwindigkeitsphilosoph Paul Virilio sagte mal, es ist eine Industrie des Vergessens. In diesen Tagesschauen und so weiter wird unaufhörlich sofort wieder zugeschüttet, was in der vorherigen Tagesschau noch gesagt wurde. Also das heißt, da ist ein Prozess im Gange. Da läuft ich habe es immer verglichen mit der Wurstfabrik. Da laufen die Fließbänder so rasend schnell, dass niemand mehr Zeit hat zu kontrollieren, was aus der Wurst rauskommt, die da produziert wird. Ich habe mal in einem Fall, man hat ja auch in der Tagesschau, ich habe lange in der Tagesschau gearbeitet, im Schweizer Fernsehen, man hat ja nie Zeit nachzuprüfen. Das sind ja diese ganzen Meldungen, die da in der Tagesschau kommen, das sind ja Agenturmeldungen. Also eine Recherche ist ja unmöglich bei diesem Arbeitsrhythmus. Morgens eine Tagesschau, mittags, abends, zwei, drei und so weiter. Ich habe mal in einem Fall das nachgeprüft. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Kann ich das kurz erzählen oder?
Ja. Also das war nach 9-11, da hatte Ahmadinejad, der iranische Präsident, einen Auftritt vor den Vereinten Nationen und hielt da eine Rede. Und das wurde in den Medien am nächsten Tag so reflektiert: Ahmadinejad hat gesagt, die Amerikaner haben 9-11 selber gemacht. Punkt. Und das wurde auch so auch in der Schweizer Tagesschau, in der Mittagstagesschau, wo ich zufällig Dienst hatte, wurde das auch so, kam das auch so rüber. Und das entfachte einen Riesensturm der Entrüstung und der Empörung im ganzen Westen. Also Obama, von Obama bis zu, ich weiß nicht mehr, wurde überall sofort gesagt, dieser unmögliche Kriegstreiber von Teheran hat behauptet, die Amerikaner hätten 9-11 selbst gemacht. Ich habe dann das mal in der Sache nachgegangen und habe geguckt, welche Bilder nachts reinliefen auf dem Server der Tagesschau und was für Begleitblätter, also für Kommentare zu diesen Bildern kamen. Das war dann alles ganz kurz, Agenturmeldung. Ahmadinejad hat gesagt, Bush und so weiter, die Amerikaner sind selbst, die haben das inszeniert. Er hatte es nicht gesagt. Ich brauchte dann einige Zeit, bis ich mal die Rede, der hatte eine Stunde lang geredet oder so. Und von dieser Rede, von der einstündigen Rede oder 45 Minuten, ich weiß das nicht mehr genau, da kam nur dieser eine Satz rüber: Ahmadinejad hat das und das gesagt. Er hatte es nicht gesagt. Hab dann die Rede mir in der englischen Übersetzung durchgelesen und gesehen, er hat gesagt, es gibt verschiedene Erklärungen für diese Interpretationen von diesem 9-11. Die eine Interpretation ist, eine Gruppe von Hijackern, Kidnappern hat da diese Flugzeuge entführt und in die Towers gefahren. Die andere Erklärung ist, der amerikanische Geheimdienst hat vielleicht etwas geahnt und hat es geschehen lassen. Und so weiter. Er gibt drei oder vier Erklärungen und sagt, viele Amerikaner stellen das in Frage, was die offizielle Erklärung in Frage. Und dann sagt er, wäre es nicht besser gewesen, man hätte in einer internationalen Polizeizusammenarbeit diese Sachen genau untersucht, statt zwei Kriege anzufangen in Afghanistan und im Irak, die ja überhaupt nichts, keine Aufklärung in der Hinsicht gebracht haben. Er sagte aber auch, er hielt eine lange Rede. Er machte diesen üblichen Rundumschlag wegen der kolonialen Vergangenheit des Westens. Er sagte, hier ist die Bibel, da ist der Koran. Beide Bücher reden von Frieden. Ich respektiere beide Bücher und so weiter. Es war im Grunde eine recht versöhnliche Rede. Aber das Einzige, was davon rüberkam, ist, Ahmadinejad hat gesagt, die Amerikaner waren es selbst. Und welcher Journalist in den Tagesschauen dieser Welt hatte in dem Moment Zeit, die halbe Stunde lang zu recherchieren, sich die Rede erstmal bei den Vereinten Nationen rauszusuchen, was kompliziert war, und so weiter und so weiter. Und selbst wenn er das gemacht hätte und er hätte eine Berichterstattung machen wollen, die etwas ausgewogener gewesen wäre, ist das nicht möglich, denn ein Tagesschaubeitrag, der dauerte in der Mittagstagesschau zu dem Thema vielleicht 2 Minuten. In 2 Minuten kann man das überhaupt nicht rüberbringen. Was mir auch immer wieder auffällt in unseren Medien, ist diese Tendenz dazu, nichts im Originalton wiederzugeben, respektive immer nur vorverdaut, dass man ja nie einen Donald Trump hört im Original sprechen. Übrigens auch bei Joe Biden. Man hört diese Leute nicht selten mal wirklich über längere Zeit im Originalton sprechen oder eine ganze Rede. Man hört immer Schnipsel. Außer Putin, den hört man 4 Stunden lang. Und Außer Wladimir dann Putin, eben. den hört man 4 Stunden lang, wo er Antworten auf Journalistenfragen gibt. Genau, und diese Frechheit eines Tucker Carlsons, einem Westpublikum doch tatsächlich 2 Stunden unfiltrierten russischen Präsidenten vorzusetzen, dass so etwas geht. Drum, ich halte den Aufschrei über das Tucker Carlson-Interview ich halte es für einen Aufschrei darüber, dass man Leuten auch im Original zuhören kann. Das darf man nicht. Das ist böse. Das ist böse. Ja, da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Das war ja nicht immer so.
Ich habe mal in den Archiven der 30er Jahre etwas suchen müssen und stoße zufällig auf einen Artikel der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, vom September 1939, der Angriff Hitlers auf Polen. Polen. Ja. Da hat Hitler eine Rede gehalten. Und diese Rede hat genau zu diesem Angriff, wo er seine Sicht der Dinge darlegt. Er hoffte damals meines Erachtens immer noch darauf, dass die Briten ihn nicht wirklich angreifen würden. Die NZZ hat auf der ersten Seite die gesamte Rede abgedruckt, eine Bleiwüste. Die gesamte Hitlerrede im Wortlaut, ohne auch nur einen Satz zu verändern, wurde auf Seite 1 der NZZ ich glaube, es war der 1. September 1939, Ja, abgedruckt. das. Das ist also zum Beispiel so, so haben die Zeiten geändert. Vielleicht gab es Wobei, damals wie das. Sympathien für Hitler in der Schweiz. Das ist ja gut möglich. Aber es war eine andere Art von Journalismus. Man hat das wissen wollen. Was hat der zu sagen? Die NZZ Jetzt. würde heute keine Seite 1 mit der gesamten Rede von Putin abdrucken. Es ist ja noch viel schlimmer. Putin hat ja einen Brief, einen Artikel verfasst. Ich glaube, es war für die Süddeutsche Zeitung im Sommer 2021, in der er, also Ja. zu Barbarossa, also das waren 70 Ja. Jahre, 70 Jahre Barbarossa, in Ja. der er sehr versöhnlich geschrieben hat, die zum Beispiel eben die Gräueltaten der Nazis, nicht der Deutschen, so wie er das auch jetzt noch tut. Er sagt auch jetzt immer noch, wir dürfen die Deutschen jetzt nicht mit den Schulden ihrer Großeltern belassen. Das sagt der Mann Ja. heute noch. Ja. Und hat eine sehr versöhnliche Rede, also Artikel geschrieben. Die Süddeutsche hat das dann abgedruckt und der Empörungssturm in Deutschland war, dass die Süddeutsche es gewagt hat, das abzudrucken, ohne journalistisch das jetzt noch links und rechts zu Ja, kommentieren und ja. so weiter. Daran kann ich mich sehr deutlich erinnern. Also, da kam dann so richtig, die Süddeutsche musste sich dann entschuldigen. Ich glaube, es war die Süddeutsche. Ja, es sind ja immer nur einzelne Sätze, die kolportiert werden. Und die sind dann auch oft noch so abgeschnitten, dass sie dass aus dem Kontext etwas ganz anderes hervorgeht als das, was diese einzelnen Sätze sagen wollen. Also dieser berühmte Satz Putins, der sagte, der Untergang der Sowjetunion war die größte Katastrophe. Er sagte aber in dem gleichen Zusammenhang, aber es wäre Unsinn oder Blödsinn, von einer Renaissance oder Wiedererrichtung der Sowjetunion zu träumen. Dieser Teil des Satzes wurde dann weggelassen, weil das nicht in das Narrativ passte. Wenn ich morgens Es die ist ein. Zeitung aufschlage, also oder wenn ich die Zeitung aufschlage oder die Tagesschau höre, dann könnte ich zu jedem dritten Satz einen solchen Kommentar machen. Es ist unglaublich, wie da verkürzt wird und wie das Ganze in eine Richtung gebürstet wird. Es ist einfach interessant, es wird jetzt langsam plumper. Drum habe ich das Gefühl, haben auch mehr Leute langsam ein schlechtes Gefühl und versuchen sich auch anders zu informieren, weil die Propaganda immer so jetzt so plump auch daherkommt. Ich habe aber noch, es sind mir noch zwei wichtige Sachen auf dem Herzen. Einerseits, wie erklären Sie sich, dass wir unseren Studenten und Schülern in der Schule immer sagen, man muss immer beide Seiten anschauen und man muss sich immer, man muss differenziert denken, und sogar, wir argumentieren, also gerade in der Schweiz. In der Schweiz haben wir ja direkte Demokratie und dann haben wir so Initiativen. Ich meine, ich erinnere mich an die Hornkuh-Initiative, wo es darum ging, sollen wir Ja. den Kühen die Hörner abschneiden? Soll man das verbieten? Ja oder nein? Und das wurde ja kontrovers diskutiert, hin und her. Grautöne, ist es gut? Ist es fürs Tierwohl Ja, und so weiter? Und in diesen Bereichen sagen wir immer wieder, man muss immer alle Aspekte anschauen, aber in den wichtigsten Bereichen, also Corona oder dann eben Krieg, da geht man dann irgendwie davor und aus, nein, hier ist alles schwarz und weiß. Und wer nicht bei gut dabei ist, ist bei böse dabei. Wie erklären Sie sich, dass man gleichzeitig dieses Weltbild von sich selber haben kann? Ganz nuanciert, ganz differenziert. Und andererseits gut und böse, ganz klar. Und wer was anderes sagt, muss böse sein. Wie gesagt, da sind mächtige PR-Industrien am Werk. Ich möchte nur noch, mir ist gerade eingefallen zu dem, was Sie vorhin sagten. Es ist natürlich, die Mediensituation hat sich durch die Social Media sehr stark verändert.
Und die Folgen sind auch klar. Mächtige Interessengruppen haben gemerkt, dass die Social Media auch eine Gefahr sind. Ja, man kann sie beeinflussen, man kann sie manipulieren, man kann Fake News verbreiten, aber Social Media haben natürlich auch eine Vielzahl von oppositionellen Stimmen zu Wort kommen lassen. Und diese Gefahr wiederum hat man klar erkannt. Die Hightech-Firmen in Silicon Valley, die funktionieren in enger Zusammenarbeit mit den Demokraten, mit der Demokratischen Partei, also mit der Biden-Regierung. Und es findet eine gewaltige materielle Zensur statt. Also das heißt, es wird gelöscht, was nicht in das Narrativ passt. Und Das haben wir durch die Twitter-Files gelernt, durch Meta, Yibi und so weiter. Also das ist jetzt belegt, weil Elon Musk das Ganze öffentlich gemacht hat. Und da denke ich, da ist also auch eine Sache, hören Sie mich noch? Ich Hören höre Sie Sie mich? noch, ja. Da ist auch eine Sache, die die Medien nicht, die sie, die, die Medien greifen dieses Problem nicht auf. Also da, ich lese dann mal hier und da was, aber die enorme Zahl von unerwünschten Stellen, die gelöscht wird pro Tag, das sind ja Millionen von Sachen, die da gelöscht werden, das ist im Bewusstsein der Öffentlichkeit überhaupt noch nicht durchgedrungen, habe ich den Eindruck. Ich habe in meinem Syrien-Archiv zum Beispiel ganz viele Sachen, Videos zum Beispiel von Aufnahmen, und wenn ich die anklicke, steht da Video not available. Und da werden ganz offensichtlich Sachen gelöscht. Und das ist für mich ein Riesenskandal, aber der wird nicht thematisiert von den Medien. Warum? Weil alle sagen, naja, Hassrede muss einfach gelöscht werden und Rechtsextremismus muss eliminiert werden. Und das sind ja alles Rechtsextreme und Hassprediger und Verschwörungsfantasierer und so weiter. Also ist das vollkommen okay, dass man da mal anfängt löschen. Das ist eine unglaublich heikle Geschichte, die da abläuft. Denn was ich nun als oder Google hat ja öffentlich bekannt gegeben, sie werden alles löschen, was als russische Propaganda definiert werden kann. Das heißt, wenn ich einen Internetlink habe und da wird etwas erzählt, was mir nicht passt, dann kann ich sagen, naja, das ist wahrscheinlich russische Propaganda, also wird das gelöscht. Und Google hat Tausende von Leuten beschäftigt, die nichts anderes machen als löschen. Also ich meine, diesen Skandal, der müsste doch in den Medien thematisiert werden. Nein, man ist ein weitgehendes Stillschweigen über diese Man Geschichte. ist ja damit einverstanden. Ich meine, in der EU, in der Schweiz zum Glück nicht, aber in der EU sind ja RT und Sputnik verboten. Das ist einer der wenigen Momente, da bin ich noch stolz auf die Schweiz, die dann wirklich auch offiziell gesagt hat, dass das Verbieten dieser Stationen, das würde nicht zu unserem Wertekodex passen oder so etwas. Also aber das passiert selten, aber ab und zu. Ja, da komme ich zurück auf das, was Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben. Ist es heute schlimmer oder massiver als früher? Ich denke, die Social Media haben dazu beigetragen, dass die Zensur strenger geworden ist als früher. Das muss man einfach so sehen. Es wird gelöscht und gelöscht und gelöscht unter dem Vorwand, ja, das könnte ja chinesische oder russische Propaganda sein und so weiter. Und in der Hinsicht stelle ich eine beängstigende Verschärfung des Versuchs, da die Meinungseinfalt herzustellen. Das ist im Moment, fällt mir massiv auf. Noch eine allerletzte Frage. Ich mache mir gar nicht mehr die Mühe, Schweizer oder deutsche Medien zu lesen, weil ich habe die Theorie, dass sowieso 95% dessen, was ums Weltgeschehen geht, eigentlich quasi direkt über die Agenturen von den USA herkommt. Also ich gehe dann direkt zu New York Times und Washington Post und noch ein paar internationalen Medien, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Trickle Down, weil die Deutschen nehmen, was von der USA kommt, die Schweizer nehmen, was von Deutschland kommt. Ist meine Annahme berechtigt oder würden Sie sagen, das ist schon noch ein bisschen differenzierter? Das sehe ich genauso. Also der Einfluss der US-amerikanischen Medien ist überwältigend.
Ich stelle sogar fest, und das war übrigens auch im Irakkrieg so und sogar in Afghanistan, dass die amerikanischen Medien, also New York Times, hat sich zum Beispiel mal entschuldigt bei den Lesern für ihre Falschinformation rund um den Irakkrieg. New York Times, aber auch Washington Post, da erscheinen Artikel, die kritischer sind öfter mal kritischer sind als bei uns. Sogar, wie heißt das Politmagazin, das einflussreiche Foreign Affairs, oder? Foreign Oder Affairs. Foreign Policy. Oder Foreign Policy in beiden. In beiden. Ich habe, glaube, Foreign Affairs lese ich regelmäßig. In beiden kommt nicht nur die Seite zu Wort, die für eine Fortführung des Ukraine-Kriegs plädiert. Da steckt ja die Waffenindustrie zum Teil dahinter, die noch nie so gut verdient hat wie jetzt. Aber es kommen auch Stimmen zu Wort, die sagen, also Moment mal, wir müssten einen anderen Ausweg suchen und wo gegenüber dem Pentagon und den Verflechtungen mit der riesigen, gigantischen Waffenindustrie, wo das kritisiert wird. Es gibt ja, ich weiß nicht, in den USA, ich habe mal gelesen, in mehr als 40 Bundesstaaten gibt es Waffenindustrie. Und kein Abgeordneter dieser Staaten würde sich im Parlament dafür einsetzen, dass das Rüstungsbudget mal gestoppt wird oder vermindert wird. Es wird von Jahr zu Jahr erhöht. Und jeder Abgeordnete hat Angst, dass er seine Wählerstimmen verliert, wenn er gegen die Rüstungsindustrie in seinem Bundesstaat stimmt. Das sind der militärindustrielle Komplex und so weiter, der auch schon sehr gut untersucht ist. Es ist einfach spannend, dass das noch immer weitergeht. Und es stimmt schon, was Sie auch sagen. Also es ist nicht so, dass unsere Medien zu 100% irgendwie zentral gesteuert würden. Es ist mehr so eine Art Selektionsprozess. Ich habe einen Artikel von mir, der für die Neutralität spricht, also der die Neutralität verteidigt wurde, in Foreign Policy publiziert. Und die NZZ hat vor kurzem einen kleinen Artikel von mir über die Neutralität, die positiv über die Neutralität spricht und gegen die NATO publiziert. Also es werden schon noch andere Stimmen gehört, aber sie werden relativ spärlich gesät, habe ich das Gefühl. Also wir können nicht vorwerfen, dass es eine hundertprozentige Gleichschaltung ist, aber wie soll ich sagen, also die Dosen, die Dosierung ist relativ klar, wie die Informationen gestreut werden. Naja, ich habe sowieso den Eindruck, die Amerikaner sind mehr Praktiker in dem Sinne, dass sie sagen, Business ist Business und wenn das Business nicht mehr stimmt, dann muss auch der Ukraine-Krieg nicht mehr weitergeführt werden. Also es gibt sehr viele Leute, die denken einfach so wie Donald Trump, ne? Business Many, heißen die in Russland, Business Many. Bei uns werden sie Oligarchen genannt. Ja. Gut, Herr Dr. Scheben, ich möchte mich vielmals bedanken für Ihre Einsichten und ich hoffe, dass wir vielleicht in Zukunft auch nochmal auf Weltgeschehen zurückkommen können, wenn etwas passiert, wo ich gerne die Einsichten eines Journalisten hätte. Ja, gern. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen auch. War ein sehr gutes, interessantes Gespräch.